kommt die Abrissbirne! Achtung, Achtung! Scheiße. Nur zum nur laut gedacht. Antwortation, habt ihr noch eine Brücke in Dresden liegen, die man rein zur Not tauschen kann? Ist aus zwei Teilen zusammengesetzt. Die sind jeweils so 3-4 Meter lang mit so Querverstrebungen. Radlader leckt. Ich wurde gerade nach Gabelstapler mit weißen Reifen gefragt. LKW mit weißen Reifen. Sieh dir diese Bilder an. Papa-Reifen. Hier in Deutschland ist was Besonderes. Alles, was schädet, ob Boden, egal was, das ist strafbar. Oder? Wir haben uns gegen das Zelt entschieden. Wir dachten, wir machen es radikal. Und wir gehen wirklich zurück zu den Wurzeln des Zirkus, da wo er herkommt. Heute, als ich ankam, habe ich gedacht, scheiße, das darf nicht wahr sein, wirklich kurz. Aber ich muss sagen, nach diesem Tag bin ich so verhalten optimistisch, weil die Leute wissen ja nicht, wie es vorher ausgesehen hat, das wissen ja nur wir. Wir versuchen, 2 oder 3 neue Nummern zu bauen, weil wir kein Trapez mehr haben. Eine Verkürzung ist frühestens ab dem 5. Tag der Selbstisolation möglich. Voraussetzung ist, dass der Betroffene mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Wir haben seit Montag ja alles wieder hochgeholt. Das heißt, Dennis und ich haben am Montag mit Simon 5 Stunden die ganzen Bandsachen geprobt. Dann haben wir eben 3 Tage jetzt die Woche mit allen Schauspielern alle Szenen gemacht plus Musik. Das heißt, es ist eigentlich, also wir können das jetzt einfach spielen. Und das wirft uns natürlich auch zeitmäßig schön wieder zurück, wenn wir jetzt mit einer anderen Person nochmal alles da durchwickeln. Ich denke, wahrscheinlich ist es schon trotzdem klug, wenn der jetzt morgen keinen negativen Test hat, dass man den Benny halt am Dienstag dazu holt, weil worst case, also ich meine, sonst haben wir da einfach noch ein anderes Problem.
Der Hund kommt wohl auch nicht mit, wenn er nicht hier ist. Deshalb hat er da jetzt schon so ein albernes Kostüm an. Die war doch nie ein Zirkuszelt. Die war schon immer ein Schloss. Hier rüber. Achtung, ich atme an. Ja. Cool. Wendezirkus. Ein Jahrtausendspektakel. Kunst und Politik. Reicht nicht die Hand. Du kannst atmen, du kannst gehen. Aber kommst du, ist es, auf der Welt zu sein, dann lauft ihr los. Ihr seid jetzt ein bisschen früher losgelaufen. Wir waren zu früh, ja. Und lass nochmal, weil ihr zwei seid jetzt auch verstärkt, checkt nochmal genau den Text, dass wir alle dasselbe singen. So, danke, meine Damen und Herren. Das war Jesse. Und Dennis, da drüben. Hallo, Dennis. Da ist der Westen, da musst du einmal durch. Spielen wir jetzt noch den Song? Wollen wir das machen? Ach so, Entschuldigung. Ja, weil dann müssen wir einfach jetzt anfangen. Ja, Entschuldigung. Ich war so drinnen gerade. Wir fangen einfach mal an. Wann wäre denn seine Quarantäne beendet? Moment, das 10 Tage. Also, wenn fertig ist. Theater gibt es ja mal einen guten Probetag und einen schlechten. Heute war er nicht der gute. Morgen wird es wieder gut. Rita ist morgen. Mittwoch schlecht und Donnerstag sensationell. Wir sind sogar bis zur Szene 10 Minuten 16 gekommen, 16 von 19. 10 Minuten haben wir eine Viertelstunde gefehlt. Ja. 20. Ja. Und das Absurde war, bei Szene 16 ging der krasse Regen los. Das heißt, jetzt hatten wir unsere Katastrophe und dann wird es richtig gut. Ach, dieser Aberglaube. Ach. Ich bin super Aberglaube. Es ist Freitag noch. Aber wir halten die Schnauze. Wir haben das Stück schon gespielt. Es ist keine so normale GP. Nee, es stimmt. Es ist schon gut gelaufen, beziehungsweise hat ja jetzt auch geregnet. Ja, dann ist es. Ja,
circa 19 Uhr. Ja. Wir haben gehört, dass Frau Claudia Roth um 16 Uhr über den Hof läuft. Aha, okay. Ich glaube, ihr habt auch eine Mitteilung bekommen von der Technik und wir dann 3 Minuten lang spielen müssen. 15:45. Ja, leider. Okay. Ich habe kein Mail dazu bekommen. 15:45. Naja, müssen wir aufbauen und dann würden wir dieses Deutschland-Medley einmal spielen um 16 Uhr und dann aber eigentlich nichts mehr machen wieder. Okay. Ja, ist mega nervig, aber. Musst du nochmal mit Andreas abstimmen. Genau, ansonsten. Okay. Sie kommt um 16? Sie kommt um 16.03 Uhr. 16.03 Uhr, okay, gut. Aber wir können wohl einfach ausprobieren. Man weiß einfach gar nicht, wer kommt hier. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie nochmal 200 Leuten geschrieben und davon haben sehr viele geschrieben: ja, geil, kostenlos, komme ich rum. Ist ja irgendwie erstmal eine gute Geste auch vom Haus hier. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass das richtig voll wird. Also ich finde hier hinten, diese finde ich total gut. Ich finde halt an den Seiten halt super schade, weil dann sind wir so, also wenn wir das jetzt nicht unbedingt brauchen, machen bei der Vorstellung ab. Machen wir das ab, weil sonst nicht wieder wirklich. Jetzt ist Temperatursturz und morgen wird es dann hoffentlich kühler und nicht mehr regnen. Ich schreibe nochmal Noten auf für morgen. Wetterfest wird es dann einlaminiert und dann ist es für alle, wie sagt man, für alle Situationen vorbereitet. Ab morgen ist kein Wind mehr. Genau, so wie es dann ist. Morgen ist dann super Wetter und ich hätte mir das alles sparen können. Ach, ja, 4 Uhr nachts kommt es nochmal. Na, tagsüber auch nicht, aber tatsächlich bei mir war echt, ja, und es sah echt... 4 bis 6 und dann wird es nur noch geil. Und es sah richtig scheiße aus, also so das, was auf dem, ja. Also aber halt nicht als Vorhersage, sondern nur auf diesem Film da, diesem Strömungsfilm da. Ab jetzt wird alles easy. Stark kriegt. Naja, hoffen wir mal. Zelt weg. Trapez weg. Simon weg. Hund. Maya weg, Hund weg. Bleibt weg? Ah, okay. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Weil Simon hat nämlich Corona. Wir glauben das natürlich auch, dass er Corona hat. Und er ist auf jeden Fall immer noch sehr positiv. Und er schreibt uns auch nur alle 2 Tage eine Nachricht mit 2 Wörtern. Still positive. Auf eine andere Wende. Was ist für schöne Musik? Das ist der Clown, nebenan. Üben wir denn die Arie hier draußen oder hier drin? Lieber hier drin. Geht das mit Bass? Guck ich nochmal. Ja, also ich nutze die Akustik dann noch ein. Mhm. Wollt ihr das also jetzt machen? Gehen, sobald ihr ja, checke mal die Bühne. Ja, checke mal die Bühne, mach doch mal.
Viel Spaß! Woo! Thank you.
Schön. Schön als bei ABBA. Hat die gibt's ja auch nur so richtig, gell? Hallo, Alter!